Was geht ab, Manus, die Fighterhose hier und willkommen zum 60. Team-Rating-Video. Vielen lieben Dank immer, dass ihr mitmacht, Freunde. Danke für die ganzen Einsendungen der Woche. Falls ihr wissen wollt, wie man dran teilnimmt, der Link ist in der Beschreibung. Bevor wir mit dem Team-Rating-Video anfangen, Freunde, kurze Informationen wegen dem 20.000 Abonnenten-Special. Ich bin da dran, natürlich vielen lieben Dank fürs Erreichen. Ich bin da dran, dauert etwas länger als erwartet. Ich muss auf etwas warten bis Ende der Woche und das sind quasi die neuesten Informationen dazu und danach wird das Ganze seinen Lauf nehmen. Also seid auf jeden Fall gespannt, Freunde. Dann würde ich aber auch sagen, wir legen direkt los mit dem ersten Team. Das erste Team ist von Haru. Lieben Dank für die Einsendung. Hashtag Team Osul, ich wollte mal fragen, ob das Movie Hero Team besser geht. Habt ihr die Movie Hero Charts und Fusion Charts geschickt? Machst echt nice Videos, mach weiter so. Vielen lieben Dank, mein Freund. Bevor ich es vergesse, ich habe es die letzten Male vergessen, oft vergessen, aber am Ende dieses Videos werde ich mir jetzt vornehmen, am Ende eines Team-Rating-Videos, dass ich für euch eine Anfrage zeige und ihr mir dann quasi, beziehungsweise ihr dem Boy dann hilft, der die Anfrage gesendet hat, in den Kommentaren. Und die Auflösung gibt es dann im nächsten Team-Rating-Video. Das werden wir aber gleich am Ende des Videos sehen. Also ihr seid am Ende noch gefragt, Freunde. So, dann haben wir hier das Team von unserem Boy. Alle Charaktere gehören dem Niederskill an. Yes, das tun die 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Awake, Max Level 8 von 10 Punkten. Sieht auch schon mal gar nicht mal so schlecht aus, wenn wir mal uns die Charaktere hier ansehen von unserem Boy. Dann haben wir hier an Dashley. Wir sind auf JP. Ah, okay, wir sind auf JP. Das sind zum einen die Fusion-Charaktere. Dann haben wir hier die Movie Heroes-Charaktere, wenn ich da mal ganz kurz einen Blick drauf werfen darf und ich mir das Ganze mal kurz ansehe. Genau, also Freunde, und zwar, wir sind auf JP. Wichtige Information, warum? Denn wir haben hier ein Strength-Grade auf 79% und ein Int auf 100%. Auf JP hat der Strength schon sein Easy A bekommen. Auf Global wird es am 26. Februar 7:30 Uhr der Fall sein. Und ich habe oft die Frage bekommen, ey Osulu, wen nehme ich? Den Int auf 100%, den Strength auf diesen Prozent, tralala, auf keine Dupes etc. Das werden wir alles am Dienstag klären, Freunde, um es einfach zu sagen, wenn der Strength ein Dupe hat mindestens, dann und der Supergreater Int auf 100% ist, dann kann man auf jeden Fall den Strength mitnehmen, weil der wird wirklich sehr, sehr gut nach seinem Easy. Deswegen erstmal Gegenfrage an dich. Ist dein Strength Gogeter Extremely Awaked? Ich nehme es jetzt einfach mal an, dann, wenn es der Fall ist, also ich nehme es jetzt an, dann tun wir ihn auf jeden Fall rein für den Int, auch wenn er auf 100% ist, der Strength ist er dann an der Stelle besser. Tun ihn rein für den Strength Gogeter. Falls nicht, dann kannst du den Int natürlich belassen in dein Team und ihn in einer Rotation spielen mit Ella Gogeter zum Beispiel. Er hat jetzt zusätzlich Experience Fighters, was der AGL nicht hat. Aber jetzt nehmen wir nochmal den Strength mit rein. Also ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, wie gesagt, wenn dein Strength sehr awake ist, tust du ihn rein für dein Super Gogeter Int. Den Strength lässt du dann in der Rotation. Kannst du ihn lassen, zum Beispiel mit Ella Gogeta. Er hat zwar kein Experience Fighters, aber kannst du auf jeden Fall trotzdem lassen. Oder den AGL mit dem Ella Gogeta dann, weil sowohl der Strength als auch der LR brauchen Rainbow Orbs. Also da müsstest du selbst entscheiden, welchen du mit dem Ella Gogeta behältst. Dann hätten wir quasi, also Tech Godku würde ich auf jeden Fall lassen, ihn rein und raus rotieren, weil er für Rainbow Orbs sorgt, individuell ein starker Charakter ist. Und dann könnten wir quasi die zwei Charaktere hier vielleicht ändern. Wir hätten hier noch einen vierfachen Super Saiyan 4 Gogeta. Der wäre mir um ehrlich zu sein lieber als ein Super Saiyan 3 Angel Goku. Also den würde ich vielleicht reintun auf jeden Fall für Super Saiyan 3 Angel Goku. Auch wenn ein Angel Goku auf 88% ist, da ist mir der vierfache Gogeta lieber auf jeden Fall. Tun wir ihn rein, dann hätten wir halt noch deinen 100% Easy A Goku. Den würden wir im Endeffekt auch rein und raus sortieren. Mir wäre es nämlich wichtig, wenn wir einen Easy A Charakter, wenn wir einen LR Charakter, sorry, auf jeden Fall in der Rotation halten. Wenn wir jetzt mal annehmen, wir lassen den LR Gogeta mit AGL Gogeta in der Rotation oder mit Strength, egal, mit AGL Gogeta sage ich einfach mal. Dann kann die andere Rotation aussehen mit dem vierfachen Gogeta und zum Beispiel dein 100% dreifachen Goku. Oder wenn du auf den 100% dreifachen Goku verzichten kannst, könntest du einen anderen Fusion-Charakter mit reinnehmen, zum Beispiel dein 90% Super Saiyan 3 Gotenks, auch nicht schlecht. Dementsprechend, ja, würde ich quasi den Strength reintun, wenn er Easy Awake ist, und vierfachen Gogeta reintun für den Angel Goku. Vierfacher Gogeta ist vom Nutzen her für mich, finde ich, besser. Vierfacher Goku ist zwar auch nicht schlecht, er würde auch Rainbow Orbs absolvieren, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Man könnte auch diesen Free-to-Play Ghost-Tanks mit reinnehmen, weil er auch für Rainbow Orb sorgt, aber du hast Tech Godku, ich würde auf Tech Godku dann zurückgreifen, der macht auf jeden Fall seinen Job gut. Und warum nehme ich keinen 90% dreifachen physischen Grundink statt einen vierfachen Gogeta? Kannst du natürlich auch machen, wenn du in dem Dokken-Event gegen Int-Charaktere kämpfst, dann donner ihn rein, so ist es nicht. Aber ich, im Allgemeinen gesehen finde ich, vierfachen Gogeta auch ist hier vom Nutzen her besser. Gotenks macht zwar gut Schaden, aber er bekommt auch viel Schaden. Dann nehme ich lieber einen Gogeta mit, der offensiv-defensiv stark ist, gute Link-Skill-Setups hat auf jeden Fall und eine gute Passive auch hat. Genau, das wäre quasi das Folgende. Wie gesagt, Strength Gogeta rein auf jeden Fall, wenn er einen Ise hat, und den vierfachen Gogeta rein. Den dreifachen Goku müsstest du entscheiden, ob du den rein rausholen, ob du
für ihn raustun willst, für einen anderen Charakter, er würde es auch in einer Rotation mit FIFA und Grid auf jeden Fall machen. Aber ihr merkt auch schon, in so einem Movie Heroes Team auch, beziehungsweise unter dem Niederskill von Greta oder Broly, sofern die Charaktere zwei Kategorien boosten, da geht auch sehr viel Setup-technisch, ja. Das, was du gebaut hast, war nicht falsch, das kann man auch bauen. Und das, was ihr gesagt habt, kann man auch bauen. Es funktioniert alles auf jeden Fall, aber das wären quasi meine Tipps zu dem Team, sage ich mal. Das nächste Team ist hier dann an der Stelle von Lane F. Lieben Dank fürs Einsenden. Hashtag Team Osoru, ich sende mein Team von Blue Vegeta ein. Gibt es in deinen Augen Möglichkeiten, es mit meinen Charakteren großartig zu verbessern? Dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Genau, Blue Gogeta haben wir. Blue Gogeta, und zwar gehört jeder Charakter zum Leader Skill. Das tun sie 6 von 10 Punkten. Also Max Max Awake, auch Isaiah Awake richtig, 8 von 10 Punkte. Und wenn wir uns das Team mal so ansehen, ja, auch Gogeta Team, funktioniert auch auf jeden Fall. Gucken wir uns aber mal die Charakterliste an. Frage ist, ob man sie großartig verbessern könnte, das Team. Wenn wir uns die Movie Heroes Charaktere ansehen, dann hast du auf jeden Fall deine besten gewählt. Wir hätten potenziell einen Elder Great Simon, müsste in diesem Setup nicht wirklich sein, weil wir keinen Elder haben, der allzu viel Key braucht. Also passt das so. Von einem Fusion Charakteren hätten wir einen vielfachen Gogeta. Vielfacher Gogeta. Und jetzt auch die Frage, er hätte keinen Dupe, du könntest ihn auf 55% bringen. Jetzt ist die Frage. Weißt du, also, so könntest du dein Team bauen auf jeden Fall. Du hast Gogeta, Super Gogeta zum Beispiel in deiner Rotation und dann entweder die zwei Free-to-Play-Charaktere oder die zwei God-Charaktere. Aber auch wenn die rein und rauskommt für die Rotation, machen sie auf jeden Fall den Job. Also es funktioniert das Team, so ist nicht. Aber die Frage ist, könntest du von einem von denen verzichten, um vielfachen Gogeta mit reinzunehmen? Beziehungsweise willst du überhaupt vielfachen Gogeta mit reinzunehmen? Könntest du ihn mit reinnehmen? Ich sag mal folgendes, diese Free-to-Play-Charaktere, die sind richtig gut auf 100% und Easy Awake, das ist bei dir der Fall. Dann Vegeta, der fehlt, glaube ich, ein bisschen, ja, 98%, der ist auch auf 100% in meinen Augen. Aber ihre volle Passive haben sie dann nur, wenn sie gegen einen Movie-Boss-Charakter kämpfen. Wenn sie das nicht tun, dann merkt man schon ein bisschen, dass sie nicht den Output oder nicht das liefern, was sie natürlich mit der logischerweise mit der vollen Passive liefern. Soll nicht heißen, dass sie arg schlechter sind, sind auf jeden Fall noch gut. Aber vielleicht könnte man dann quasi bei solchen Events, wo du gegen keinen Movie-Boss-Charakter kämpfst, auf einen vielfachen Gogeta zurückgreifen, der auf 55% sitzt. Wie gesagt, damit du es vielleicht mal gehört hast. Ansonsten passt das Team, heißt, wenn du vielfachen Gogeta nutzen willst, könntest du auf jeden Fall auch machen. Für einen der Free-to-Play-Charaktere zum Beispiel oder für God Vegeta. Ich finde God Goku vom Nutzen her besser in diesem Team. Er sorgt für Rainbow Orbs. Zwar braucht niemand Rainbow Orbs außer er selbst, aber er kann sealen. Wenn er auch gegen einen Movie-Boss-Charakter kämpft, hat er noch eine Damage-Reduction von 7%, das ist übertrieben gut. Vegeta ist auch nicht schlecht, er kann Guard aktivieren gegen jeden. Wenn er gegen Movie-Boss kämpft, kann er den Gegner mit einer High Chance für eine Runde stunnen. Aber ich finde vom Nutzen her, weil er auch sealen kann und so und so fort, Goku ein bisschen besser. Heißt, wenn auf God Vegeta auch verzichten könnte, ist für einen vielfachen Gogeta, könnte man das auch machen, Freunde. Beziehungsweise mein Boy. Aber ansonsten passt das. Also sag ich mal in Klammern 9 Punkte, weil von der Charakterliste hast du auf jeden Fall richtig gemacht. Genau, jetzt habe ich gerade gemerkt, ich war wieder im Flow. Das ging vielleicht ein bisschen zu schnell. Aber manchmal tut mir wirklich leid, wenn ich so im Flow bin, dann rede ich übertrieben schnell. Ich muss mir das mal abgewöhnen. Deswegen, wenn ihr sowas merkt oder so, lasst mich auf jeden Fall wissen. Weil wenn man das nicht sieht oder wenn das jemand einem nicht sagt, dann vergisst man das. Und deswegen, wenn ihr irgendwas merkt, was euch nicht passt, Freunde, dann könnt ihr mir das gerne wissen lassen. Und ich bemühe mich darum. In dem Fall dann auf jeden Fall ein bisschen langsamer zu reden. Raphael Rath, lieben Dank fürs Einsenden. Hashtag Team Osoru. Hey, was klappt nicht wie bei dir? Ich schicke dir mal eben fürs Team-Rating mein Pure Saints-Team und hoffe, dass du mir noch Tipps zum Verbessern geben kannst. Bist echt klasse, YouTuber, und freue mich sehr über jedes Video und vor allem auf deine Streams. Mach weiter. Also vielen lieben Dank für die netten Worte, mein Freund. Dann gucken wir uns mal dein Team an der Stelle hier an. Ja, ihr habt es gemerkt, technische Probleme, man kennt's. Wir haben ein Pure Saints Team, sehr schön. Alle Charaktere gehören zu dem Leader Skill, 6 von 10 Punkte. Wir haben Broly Easy Awake, den AGL, 8 von 10 Punkte, Max Awake. Und das sieht doch schon mal sehr schön aus, weil die Rotation mit Evo und Broly, Super Saiyan Prodigies, Prepare for Battle, Fierce Battle, und das ist wirklich eine schöne Rotation. Oder auch mit dem AGL Broly, 6 von 7 Link Skills. Wir haben Pargus drin, ein Pure Saints und Joint Forces Supporter. Ich habe oft die Frage bekommen, ey Osul, warum ist die Joint Force Kategorie schon im Spiel? Das ist die Combination Kategorie. Wird vielleicht Yamcha kommen, der und der, könnte vielleicht sein zum nächsten World Tournament, aber warum sie aktuell drinnen ist, ist wegen Paragus, weil er gibt ja durch seine Passive Joint Forces auch einen Boost. Jedenfalls, wie gesagt, Pure Saiyan oder Joint Forces, Key Boost sei Attack mit 40% und wenn er gegen einen Pure Saiyans Gegner kämpft, 130% auf den Angriff. Also als Supporter nehmen wir den mit, rein und raus sortieren. Rotation hätten wir Goku, Full Power Goku, gucken wir uns mal an, ob es vielleicht besser geht. Better Boom, Pow! Wenn es geht, Freunde, ich weiß gerade nicht, was das war. Wenn es geht, dann nutzt eure LR-Charaktere. Wir haben ja ein LR Super Saiyan 3 Goku und wir haben ja ein LR Bardock mit einem Dupe. Und in dem Pure Saiyan Team kann man die verwerten.
Vor allem auch LS Super Saiyan 3 Goku, weil im Pure Saiyan gibt es einige gute Supporter. Und du hast einen von denen. Er liefert Ki und Attack mit 40%. Also Pagus. Also LS Super Saiyan 3 Goku kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Das merken wir uns mal. LS Bardock gucken wir uns gleich an. Du hast auch einen sehr guten Partner für deinen LS Super Saiyan 3 Goku. Dreifacher Bardock. Limit Breaking Form, Prepare for, nee, sorry, Limit Breaking Form, Experience Fighters, Over the Flash, Super Saiyan. Ein wirklich sehr guter Supporter. Warum habe ich direkt Prepare for Battle gesagt, als ich Bardock gesehen habe, Super Saiyan 3? Weil er hat beides. Prepare for Battle und Over the Flash. Heißt, wenn er in eine Rotation reinkommt, dann ist er auch gut da aufgehoben. Aber wir lassen ihn in der Rotation mit LR3 fahren Goku, sage ich mal. Und wir hätten noch einen weiteren Supporter mit LR3 fahren Goku GT. Wir haben leider kein Tora oder Thales. Das sind auch Key Support oder Physisch Super Saiyan Goku. Physisch Super Saiyan Bardock. Physisch Super Saiyan Goku würde auch gehen. Jedenfalls haben wir keinen weiteren Key Supporter außerhalb von Paragus und Broly, wenn ich das richtig sehe. Deswegen hätten wir einen, würde ich ihn auf jeden Fall mit reinnehmen, weil 3-fahrer Goku braucht Key. Aber ansonsten habe ich mir so eine Konstellation überlegt. Zum einen Evo Vegeta, wie gesagt, mit physisch Broly in einer Rotation. Dann hatten wir 3-fahrer Bardock mit LS Super Saiyan 3 Goku. Paragus auf jeden Fall Supporter rein und raus sortieren. Jetzt ist die Frage, wir haben nur einen Supporter mit Key. Wenn Paragus in der Rotation ist, wird er gut auf seine Ultra Super Attack kommen. LR Super Saiyan 3 Goku. Welchen anderen Charakter nehmen wir aber mit? Boom, da habe ich dir drei Möglichkeiten gegeben. Ich würde mal gerne drauf eingehen, weil im Endeffekt spielt auch quasi, denn im Endeffekt, ich habe das Wort nicht gefunden, was ich gesucht hatte, denn im Endeffekt spielt auch eure Vorliebe eine Rolle. Deswegen, wenn du den AGL Broly mitnehmen willst, ihn rein und raus sortieren willst, dann kannst du das machen. Wenn er reinkommt mit Broly, du könntest ihn auch mit Broly in der Rotation halten, so ist nicht. Das ist wirklich eine sehr coole Rotation, aber da wir Evo als Leader haben, könnte man auch mit Evo halten. Jedenfalls, also ich kann ja Evo nicht raushauen, deswegen habe ich ihn als Rotationscharakter mal vorgeschlagen. Wenn du, die Sache ist halt die, wenn er in die Rotation kommt mit 3-fahren Goku, dann bringt er gar nichts für ihn. Also ist ja schon mal ein Manko. Wir wollen nämlich den 3-fahren Goku, wir müssen das Team ein bisschen um ihn herum bauen, aber wir wollen ihn quasi zur Schau setzen. Wir könnten LR Bardock mit reinnehmen mit einem Dupe. In der Rotation würde er seinen Job machen, er hätte Prepare for Battle. Das Mindeste hätte er, aber er wäre ein individuell guter Charakter, mit dem du rein und raus rotieren kannst. Er hätte aber für Goku dann 3-fachen Legendary Power und Shattering Limit, wären weitere Key. Wenn du auf ihn verzichten kannst, wäre vielleicht so vom Nutzen her die bessere Option, wenn du quasi komplett auf LS Super Saiyan 3 Goku Wert legen willst mit deinem Rotationscharakter, indem du noch quasi den Strength Super Saiyan 3 Goku GT mit reinnimmst, warum? Gibt für jeden Verbündeten 33% auf den Angriff, hat aber Over the Flash, K+3 für den LS Super Saiyan 3 Goku. Das wären so quasi meine Ratschläge. Kannst auf jeden Fall mich gerne wissen lassen, für was du dich entschieden hast, für welchen Rotationscharakter im Endeffekt. Und genau, ja, jeder hat seine Vorlieben, deswegen wollte ich da mal mehrere Optionen dir aufzeigen. Dann kommen wir aber auch schon zum nächsten Team. Das nächste Team ist von The Badass King. Lieben Dank fürs Einsetzen. Hashtag Demosuru, mein neues Lieblingsteam. Welches ist es das denn? Transformation Boost. Transformation Boost. Transformation Boost, wirklich eine coole Kategorie. Da hat es wirklich coole Charaktere. Das größte Problem ist in der Kategorie, finde ich, der Leader selbst. Ich weiß warum, aber die ganzen Boosts, ich finde, die hätte man besser machen können. Super Boo ist da eine der besseren Boosts an sich. Aber trotzdem auch in seinem Leader-Skill, den tust du rein und raus sortieren, weil vom Nutzen her bringt er einfach gar nichts. Selbst in der Rotation. Natürlich kann man mit ihm in der Rotation spielen, aber wenn man so ein Setup hat, dann tut man ihn rausrotieren. Und wirklich den besten Nutzen hatte, wenn es zu Buccolo transformiert. Aber dass das passiert, ist sehr selten, weil dann gibt der Key für jeden und so. Naja, anderes Thema, aber ja. Jedenfalls gehört jeder Charakter zum Leader-Skill. 6 von 10 Punkten, also Max Awake 8 von 10 Punkte. Und so haben wir ganz schöne Rotationen, Gogeta und Broly, natürlich geht das, sind beide in Transformation Boost, schöne Rotation, diese Rotation umso geiler, 6 von 7 Links geht's auch schön, Kid Buu rein und raus sortieren, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, das Team-Setup, ich zeige euch mal ganz kurz Charaktere, um es kurz zu fassen, geht auch ein bisschen was, Transformation Boost, man kann eine gute Rotation bauen, wir hätten potenziell noch ein LS-Cell mit EZA-Cell, aber im Endeffekt hast du, finde ich, aus deinen Charakteren alles richtig gemacht, 9 von 10 Punkten, das Ganze wird dann so aussehen, die Zeit tun wir rein und raus sortieren, logischerweise. Kid Buu, guter Supporter. Super Buu tust halt leider rein raus und die, was soll ich dazu sagen? Aber Gogeta und Broly, 4 Linkskills, diese Rotation übertrieben krank. Final Form Freezer unterschätzt nicht, eine sehr, sehr gute Karte. Wenn er angegriffen wird, bekommt er für gewisse Runden einen Angriff-Boost und das wird separat kalkuliert. Deswegen eskaliert es komplett auf 100%, kommt auf 3 Millionen auf dem Radar. Als nicht Dokkan XL Charakter, als ein Charakter, der nicht featured überall drin ist. Wirklich sehr, sehr gut. Vor allem der dann in der Rotation mit dem physisch Final Form Cooler. 6 von 7 Links, wie gesagt, das sind wirklich sehr, sehr gute Links. Strongest Terrain in Space haben wir am Start, Pills for Conquest, Big Bad Boss, Shocking Speed, Universal Mass Malevant und Fierce Battle. Wie gesagt, potenziell hättest du noch ein LSR, deswegen wollte ich die Rotation auch mal vielleicht sagen. LS-Cell mit EZA-Cell könnte man auf jeden Fall auch bauen, Freunde. Und zum Schluss
Dann die Frage an euch. Ich zeige euch jetzt die Einsendung von unserem Boy. Und dann seid ihr gefragt. Lasst mich in den Kommentaren in diesem Video wissen, wie würdet ihr das Team ändern. Und im nächsten Video gibt es dann die Auflösung. Von Albion Storm ist die Einsendung. Hashtag Team Osoro. Hallo Osoro, das ist mein Pure Saints Team. Könnte ich etwas verbessern? Ich wünsche noch einen schönen Stream. Dankeschön. Heute wird leider nicht gestreamt, aber es war ja quasi am Freitag. Vielen Dank dafür. Und zwar zeige ich euch das Ganze mal, Freunde. Und dann könnt ihr euch das Ganze ansehen. Wir sind auf JP. Natürlich auch mit Punktzahl, ihr wisst, wie die Punktzahlen laufen. Ihr gebt ihr quasi dem Team eine Punktzahl und sagt, was ihr verändern würdet. Das ist sein Team, das sind seine Charaktere. Ich lasse euch ganz kurz einen Blick drauf werfen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Danke, dass ihr zugesehen habt. Wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Ihr seid dann auf jeden Fall am Ende noch gefragt, Freunde. So viel zu der Einsendung von unserem Boy. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.